Wir sind jetzt hier bei der Viborada-Zelle. Auch in diesem Jahr lassen sich wieder verschiedene Leute einschliessen. Einer davon ist der Felix Goldinger aus Andwil. Ja, Felix, du bist seit rund 6 Tagen schon in dieser Zelle rein. Wie geht es dir? Also mir geht es super. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ohne Höchst und Tiefst so gut durchkomme. Also es waren mehr Höchst als Tiefst. Tiefst waren ganz die sind kurz gewesen. Aber mir geht es wirklich blendend. Ich fühle mich getragen von der ganzen Projektgemeinschaft. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Du kannst ja zweimal im Tag das Fenster auftun. Wie wichtig ist der Moment, Fenster auftun und mit Leuten schwätzen? Am Anfang war ich skeptisch, ich war nervös, wenn das Fenster aufgegangen ist. Ich habe nicht gewusst, was mich hier erwartet. Aber das waren alles extrem wertvolle Begegnungen. So wie ein Geben und Geben. Also, die Person auf der anderen Seite ist gestärkt rausgegangen und ich selber auch. Das hätte die eigentlich nicht für möglich gehalten. Das war wirklich ist phänomenal gewesen. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, also du machst ja eigentlich Strichli, wie viele Menschen das hier vorbeikommen, wie viele sind denn schon gekommen? Also jetzt mit meinem Vater hinten dran wären es 44. Die 4 oder 5 Tage, die ich jetzt offen habe. 44 Menschen, wenn das Fenster zu ist, dann bist du allein. Wie geht es dir? Was machst du in dieser Zeit? Also ich tue extrem viel lesen. Erlaubt ist eigentlich nur, nicht eigentlich, sondern ist geistliche Literatur. Also in der Bibel lese ich. Sonst geistliche Literatur, also kein Krimi, kein Konsalik. Das ist einmal eine meiner Haupttätigkeiten. Ich tue aber auch malen. Und schlussendlich auch, haben wir die Aufgabe, auch Tagebuch zu schreiben. Das heisst, die ganze Verarbeitung vom Tag sollte dann schlussendlich im Tagebuch münden. Plus zusätzlich, und das ist mir ganz wichtig, haben wir jeden Tag ein Gespräch mit der Hildegard Deppli, Seelsorgerin, wo sie dann mit mir so die Eindrücke, die ich jetzt tagtäglich gesammelt habe, dort verarbeiten. Jetzt macht man ja so bei so einem Projekt mit, um auch eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Was sind das für Erkenntnisse, die du selber für dein Leben schon gewonnen hast, jetzt in diesen 6 Tagen, wo du schon da bist? Also, was mich extrem erstaunt hat, ist, wo meine Frau hat mich da eingeschlossen, übrigens, in diesem Einschlussritual. Wo der Schlüssel gedreht worden ist, ist bei mir wie Ruhe und Frieden eingekehrt. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Und das hat eigentlich hergegeben bis heute. Und das ist natürlich auch etwas, was ich versuche, nachher in den Alltag überzutreten. Wie man das gelingt, weiss ich noch nicht. Aber in dieser Zeit ist es offensichtlich gewesen. Ruhe und Frieden ist gerade sofort eingetreten, wo ich da mich eingeschlossen habe. Fühlt man sich ein Stück weit näher bei sich selber, vielleicht sogar näher bei Gott? Das war eigentlich eines meiner Ziele von dieser Woche. Und ich habe schon das Gefühl, durch die Ruhe und durch die Rückzugsmöglichkeit oder auch eben durch das, dass wir nur geistliche Literatur dürfen lesen, habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen durchlässiger für so Themen. Und ich glaube schon, wenn man die alltäglichen Sachen mal ausblenden kann, ich muss zum Beispiel auch nicht kochen, ich habe nur einen ganz kleinen Haushalt hier zum Führen. Also ich brauche nicht viel Zeit für Alltägliches. Und durch das glaube ich schon, dass ich spirituelle Themen jetzt in dieser Woche näher komme. Ja. Du hast gerade gesagt, du musst nicht kochen. Also das Essen wird gebracht. Das Essen wird gebracht und das ist jedes Mal fantastisch. Wirklich. Heute war zum Beispiel Spargel mit Herdöpfeln. Oder gestern hat meine Frau gekocht. Und vorgestern ist eine Frau extra aus Wittnau vom Rintel hierher gefahren. Die ist recht schnell gefahren, hat sie gesagt, weil sie wollte, dass ich das Essen noch warm kann zu mir nehmen. Und das ist ihr eigentlich in dem Sinne auch gelungen. Jetzt tönt das ja alles sehr positiv. Also das tönt gerade so, wie wenn eigentlich der Felix am liebsten würde weiterhin in einer Zelle leben, wenn er da wieder raus kann. Wie ist das? Also das erste Mal würde ich mich dann sicher freuen, meine Frau wieder zu sehen. Ganz sicher. Aber ansonsten ist es schon eine spannende Sache. Also ich kann mir vorstellen, durchaus das nochmal zu wiederholen. Ich glaube, wenn man es länger als eine Woche einem Stück macht, muss man irgendetwas für die körperliche Gesundheit noch machen. Weil das mache ich jetzt praktisch nichts. Außer ein paar Liegestütze und ein paar Körperübungen mache ich gar nichts. Und ich merke schon, die Verspannung nimmt ein bisschen zu, vor allem weil ich stundenlang hocke. Übermorgen wirst du abgelöst, es bleiben da noch 2 Tage. Was willst du in diesen 2 Tagen noch? Hast du noch irgendein Ziel? Ich möchte es wirklich noch geniessen, die 2 Tage, weil ich weiss, nachher geht es vorbei, nachher kommt so eine Möglichkeit nicht mehr so schnell.
Und ich hoffe schon noch, dass ich jetzt die nächsten zwei Tage noch ein bisschen tiefer gewinnen kann. Noch mehr Ruhe, noch mehr Frieden. Aber sonst habe ich in dem Sinn kein grosses Ziel. Danke vielmals, Felix Goldinger.